Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier aus dem TSW 3 von der Baureihe 425 auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Es gewittert, es regnet, es schüttet aus Kübeln, aus Eimern und aus ganz anderen Gefäßen auch noch. Wir steigen ein, rüsten auf und dann fahren wir los. Erstmal machen wir uns Licht an mit der Taste L, stecken den Fahrtrichtungswender bzw. den Schlüssel rein und dann drehen wir ihn auf Vorwärtsstellung, geben die Türen auf der rechten Seite frei. Schalten uns die PZB an, erhöhen die Instrumentenbeleuchtung mit der Taste I, schalten den Scheibenwischer an. So, auf andauernd. Und vielleicht hört ihr es auch schon, ich bin heute ein wenig gesundheitlich angeschlagen. Leider etwas kränkelnd, aber ich hatte trotzdem Lust auf TSW. Insofern fahren wir hier einfach trotzdem. Wir müssen noch das Licht im Fahrgastraum anmachen. Führerraumbeleuchtung ist an. Signallichter auf Abblenden. Jawohl. Scheibenheizung machen wir uns gerne mal. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir auf Auslassen. Makro. Und der Sandstreuer. Wir müssen die Türen jetzt gleich auch schon schließen. Strecken einmal den Kopf aus dem Fenster. Schließen die Türen. So, wir fahren ab. Nächster Halt ist dann Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof in 7 Kilometern. So, wir dürfen ausfahren mit 60. Wir befreien uns also. Oder wie aus einer ganz berühmten Dokumentation der Satz stammen würde, der Zug darf ausfahren mit 6 km/h. Oder so ähnlich. Ja. Also ich werde heute nicht ganz so viel reden wie sonst. Bin ja sonst immer eine Labertasche. Aber die Tasche bleibt heute zu. Um ein wenig die Stimme zu schonen, aber ich hatte trotzdem Lust, ein bisschen TSW zu spielen. Entsprechend sitzen wir jetzt hier zusammen im Führerstand. Wir können noch das Zugziel einstellen. Wir sind der RI11, der fährt bis Hamm. Also stellen wir für den Zugverbund. Oh, wir dürfen ein bisschen schneller fahren. Suchen wir mal den RI11 nach. Na, was sind wir? Der RE1? Ne, der RE11. RE1. Oh, zu schnell. Na, so. Das war der RE1 nach Hamm. Da, übernehmen. Jawohl. Auch wenn es jetzt sehr verregnet da oben ist, aber das sind wir. Auf dem RE11 sind heutzutage tatsächlich die Zero-HC-Züge unterwegs. Ne, also die Triebzüge, die aus 2 doppelstöckigen Mittelwagen bestehen, die nicht angetrieben sind. Meine ich zumindest. Ich glaube, die sind nicht angetrieben, sondern nur die beiden Endwagen. Die sind jeweils einstöckig und die sind angetrieben. Man möge mich allerdings korrigieren, sofern ich falsch liegen sollte. So, V-Max für uns ist 140. Die Kiste kann eigentlich 160 fahren. Ja, hier steht jetzt nur 140. Aber eigentlich kann der Zug tatsächlich 160 fahren. Sehr schön. In der City. Allerdings nur, wenn wir unter LZB sind. Ohne LZB darf der Zug nicht schneller als 140 fahren, warum auch immer. Da würde ich gerne den Grund eigentlich dahinter wissen, weil ich es sonst nicht so kenne, dass Züge, die 160 fahren könnten, theoretisch, allerdings nicht so schnell fahren dürfen. Nur mit PZB. Weil ich dachte, dass die PZB ausreicht, um halt Geschwindigkeiten bis 160 zu
Regeln. Aber dem ist wohl anscheinend nicht so. So 3 Kilometer noch. Dann müssen wir auch gleich wieder anhalten. Das hier ist Mühlheim an der Ruhr Stürm, glaube ich. So, vor Mühlheim kommt auf jeden Fall eine Geschwindigkeitsherabsetzung. Das hier müsste Mühlheim West sein, wo nur die S3 hält. Hier hielt früher, glaube ich, einiges mehr. Aber heute hält hier nur die S3. Mühlheim West, ja. So, 1 Kilometer haben wir noch. Und dann müssen wir mal runterbremsen. Ich bremse schon mal ein bisschen. Traktionseigenschaften sind nicht die besten heute. Ab hier gelten 110. So. Und am besten halten wir hier unter der Bahnsteigsüberdachung, damit unsere Fahrgäste nicht nass werden. Ja, das passt doch sehr gut. Genau. Hier schön unter der Bahnsteigsüberdachung. Gut, der hintere Zugteil, der hat jetzt einfach Pech. Können wir nichts dafür, dass Mühlheim nicht den Bahnhof weiter ausbaut. Ja, wobei ich mich frage, ob das die Stadt ist, die an dieser Stelle dafür verantwortlich wäre, oder ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Vermutlich DB Netz, oder? Wer kümmert sich um Bahnhöfe? Ist es DB Netz? Ist es DB Station and Service? Kümmern die sich dann auch um die Infrastruktur der Bahnhöfe? Weil ich dachte, DB Station and Service ist mehr so, sagen wir mal so, das Management des Bahnhofs. Also so Ticketverkäufe, Informationsstellen, solche Sachen. So, wir sind pünktlich. Der Duisburger Hauptbahnhof wird ja auch tatsächlich aktuell umgebaut. Die Fernverkehrsgleise bei den Bahnsteigen, ist es 13, 14? Ich glaube schon. Also die äußersten, wo die Züge hier in Richtung Mühlheim fahren. Die Bahnsteige sind tatsächlich aktuell gesperrt, weil dort die Bahnsteigsüberdachung geändert wird. Seit Jahren schon angekündigt und jetzt findet es endlich mal statt. Sodass der Duisburger Hauptbahnhof in Zukunft nicht mehr aussieht wie ein Lost Place, sondern wie ein richtiger Bahnhof. Der moderne, sicherlich einem so bedeutenden Knotenpunkt wie Duisburg Hauptbahnhof auch angemessen. Duisburg Hauptbahnhof ist, glaube ich, der wichtigste Bahnhof im Ruhrgebiet, weil dort einfach im Grunde genommen alles hält und auch noch ganz nebenbei recht viel Güterverkehr da noch durchflutscht. Aber so Fernverkehr und regionalverkehrstechnisch hält dort einfach alles, was in NRW irgendwie rumfährt, hier in der Gegend im Ruhrgebiet. Nächster Halt ist dann Essen Hauptbahnhof. Ankunft ist um 9.14 Uhr. Und zwar auf Gleis 6. Ab hier dürfen wir wieder 140 fahren. Wir beschleunigen schon mal langsam. So.
Sind gerade ein bisschen zu schnell, aber jetzt geht es eh wieder bergauf. Das macht die Gravitation schon. So, 5 Kilometern sind wir da. Wir sind lang tatsächlich nicht mehr die S-Bahn-Strecke gefahren, um Essen-Steele bis nach, also von Essen Hauptbahnhof über Essen-Steele nach Bochum. Diesen Streckenzweig gibt es ja auch. Ja, also dieser Streckenzweig hier müssten wir auch mal wieder machen. Machen wir vielleicht demnächst auch. Da kommt ein... Ja, da hat was gefehlt. Da hat eine Lok gefehlt. Da bin ich mir nie ganz sicher. Liegt es am TSW? Liegt es an einer Mod? Das ist schwer, sowas dann herauszufinden. Aber sagen wir mal so, ein guter Ankerpunkt, um sowas herauszufinden, ist dann immer... Die Frage, ob das auch bei Leuten passiert, die auf der Konsole spielen, die haben ja nämlich keine Mods. Und wenn das bei euch auf der Konsole passiert, dann definitiv DTG melden. Denn bei mir, ich melde nicht immer alles, was ich sehe, denn ich habe ja immer Mods installiert. Und dann kann es halt einfach sein, dass es erstmal einfach nur an der Mod liegt. Dass dann irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Manchmal. Nicht immer, manchmal. Noch ein bisschen S-Bahn abgestellt. Da stehen heutzutage recht viele Flirt 3 XL-Züge. Und in 900 Metern dann Essen Hauptbahnhof. Auf Gleis 6. Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Ich meine hier Gleis 4 und Gleis 6 hier vorne gehören zu den längsten Bahnsteigen Deutschlands. So, auch hier schauen wir, dass wir wieder am besten unter der Überdachung anhalten. Das sieht aber ganz gut aus bisher. So, rollen wir noch ein bisschen nach vorne und jetzt können wir anhalten. Gleis 4 ist, glaube ich, einer der längsten Bahnsteige Deutschlands. Gleis 6 kann man nicht so gut dazu zählen, weil es hier vorne ja noch ein weiteres Gleis gibt, nämlich Gleis 5 hier vorne. Ja. Gleis 6 geht ja dann nur bis hier und ab hier vorne beginnt dann Gleis 5, aber Gleis 4 ist halt einfach durchgehend. Also die Länge dieser beiden Bahnsteige zusammen ist halt Gleis 4. Sehr schön, da fährt ein Dosto ein. RE1 vielleicht? RE2. Nach Düsseldorf. So, wir fahren ab. Türen sind schon zu.
immer noch pünktlich, trotz des Gewitters. Ausfahrt mit 110. Fenster lassen sich natürlich öffnen, Türen auch. Man kennt es. Kann ich das Licht auch ausschalten und dafür die Na, haben wir denn nicht eine Fahrplanleuchte? Rumbeleuchtung. Makro? Wir haben doch irgendwo eine Fahrplanleuchte. Leuchtmelder, Dimmer. Da, oh, Fahrplanleuchte. Und die dimmen wir aber ein bisschen runter und machen die dafür aus. So, schon besser. Ja, so ist gut. Da steht ein ICE abgestellt. Bisschen zu schnell. So, wir dürfen eigentlich nur 130 fahren. Bremsen wir mal ein bisschen runter. Sobald wir gleich nach der Weiche eingefädelt haben, dürfen wir dann aber 150 fahren. Ja, also ab hier. Nach der Weiche natürlich. Jo. Einmal hoch auf die 140. Schön, wie jeder Stromabnehmer auch mitarbeitet, hoch und runter geht. Und ab und dann auch mal Funken schlägt. Unser vorletzter Halt heute ist Wattenscheid-Bahnsteig. 2, Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Nicht so schnell fahren. Wir dürfen ja nur 140. Und ich muss mal zwischendurch einen Schluck Wasser trinken. Ihr könnt ja direkt auch mal einen Schluck mitnehmen. Also keinen Schluck mitnehmen, sondern auch einen Schluck Wasser mit einnehmen. Stay hydrated. So, Wattenscheid in 1,2 Kilometern. Also auch nicht mehr allzu weit weg. In Wattenscheid halten wir dann nochmal. Oh, wir sind zu schnell. Einmal ordentlich den Anker werfen. Anker werfen. Anker werfen. Ja, das ist übers Ziel hinausgeschossen. Habe ich nicht gerade noch gesagt, dass wir
Schauen, dass wir nicht über den Bahnsteig hinausschießen. Naja, passiert dem Besten. Ach, passt doch. Man kann doch hier aus- und ein- und aussteigen. Im hinteren Zug. Ups. In der ersten Klasse. Toilette. Mülleimer. Schön. Ach, das ist doch immer so schön, wenn der Regen da so heftig drauf tröpfelt aufs Dach. Und man selbst ist aber im Trockenen. Schön, wie hier auch das Licht jeweils angeht. Sehr schön. Und dann fahren wir zwar eigentlich erst eine halbe Minute ab, aber who cares? Mal nach vorne gewandert. Nächster Halt im Bochum Hauptbahnhof in 5 Kilometern auf Bahnsteig. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bahnsteig und Gleis? Einmal, weil hier wird ja Bahnsteig genutzt in der gleichen Form, wie man Gleis nutzen würde. Klar, ein Bahnsteig ist für mich das, worauf man als Passagier draufläuft, um dort auf den Zug zu warten, während das Gleis für mich eher das hier ist, was wir hier vor uns haben. Aber in diesem Fall wird tatsächlich Bahnsteig synonym benutzt zu Gleis. Das finde ich ganz interessant. Naja, moin. Hinten dran eine Lok. Anders als der Zug davor. Wir werden demnächst auf jeden Fall auch mal hier auf der S-Bahn-Strecke nochmal fahren. Das haben wir schon wirklich sehr, 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 sehr lange nicht mehr gemacht. Liegt vielleicht einfach daran, dass ich kein großer S-Bahn-Fahrer bin. Und ich eher so den schnelleren bzw. einfach weniger frequentiert haltenden Zügen verbunden bin. Und verbunden sind wir jetzt auch der PZB, wenn sie uns keine Zwangsbremsung gibt. Okay, der Gleismagnet war anscheinend nicht aktiv. Wir gehen mal trotzdem vorsichtshalber auf unter 85. Ich glaube ehrlich gesagt, der 425er hier in der Ausführung von der Hauptstrecke Rhein-Ruhr hat ein zu gutes Bremsverhalten. Ich glaube, in Realität bremst er wesentlich schlechter, vor allen Dingen bei diesen Bedingungen, die wir jetzt gerade hier haben. So, was steht denn da angeschrieben? Langsamfahrt. Und Bochum Hauptbahnhof in 500 Metern. Komplett pünktlich heute, ohne Zwangse, nur mit einer Verbremsung. Das ist doch okay.
Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Sogar mit einer Minute Verfrühung da. So, laut TSW müssten wir schon hier halten. Wir halten allerdings unter der Bahnsteigsüberdachung. Ja, hier so ungefähr. Jawohl. Türen auf. Ist der ganze Zug unter der Überdachung? Oh, fast. Joa. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wie gesagt, heute ein bisschen kränkelnd. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.